Dass der Name des Herrn, unseres Gottes, gepriesen sei. C'est toujours un grand privilège pour moi de pouvoir être là, Seigneur. Es ist immer ein großes Vorrecht für mich, hier zu sein. Et de tout mon cœur, je voudrais remercier mon précieux frère Bernard pour l'invitation. Und ich möchte von ganzem Herzen Bruder Bernard für die Einladung danken. Je suis heureux aussi de pouvoir voir aussi des frères qui sont de différents pays aussi. Je pense mon frère Mathieu et tant d'autres frères et sœurs aussi. Und ich bin sehr froh zu sehen, die anderen Brüder, die aus anderen Ländern gekommen sind. Bruder Mathieu ist hier. Et je crois que par la grâce du Seigneur, vous avez pu avoir aussi la possibilité d'entendre les serviteurs de Dieu. Nun, und ich glaube, dass durch die Gnade Gottes werde die Möglichkeit haben, die Diener Gottes zu hören. Je remercie le Seigneur pour ce privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui. Nun, ich danke Gott für das Vorrecht, mich wiederum hier zu befinden heute. Enfin, d'avoir la communion autour de la parole de Dieu avec vous. Dass wir Gemeinschaft haben können um das Wort Gottes herum mit euch. Nous vivons pour le Seigneur. Wir leben für den Herrn. Et nous sommes heureux que le Seigneur nous ait aussi choisi. Und wir sind dankbar, dass der Herr uns auch erwählt hat. Et qu'il nous ait aussi accordé la grâce de pouvoir marcher avec nous. Und dass er uns die Gnade gegeben hat, mit ihm zu wandeln. Ce privilège que nous avons, dieses Vorrecht, das wir haben, c'est que nous reconnaissons le temps dans lequel nous vivons. Dass wir erkennen die Zeit, in der wir leben. Et nous sommes aussi heureux de ce qui s'est révélé aussi à nous dans un temps comme celui-ci. Und wir sind ihm sehr dankbar, dass er sich uns in einer Zeit wie dieser geoffenbart hat. Nous pouvons dire avec certitude. Und wir können mit Sicherheit sagen. Que nous ne marchons pas dans les ténèbres. Wir wandeln nicht in Dunkelheit. Car le Seigneur, notre Dieu, denn der Herr, unser Gott, nous a accordé la grâce, hat uns die Gnade geschenkt, de pouvoir reconnaître aussi notre jour de visitation. Dass wir den Tag unserer Heimsuchung erkannt haben. Nous remercions notre Dieu, wir danken unserem Gott, ce qu'il a un programme, dass er einen Plan hat. Dieu n'est pas un homme comme nous. Gott ist kein Mensch wie wir. Un homme peut changer la façon de faire les choses. Menschen können sich verändern in der Art und Weise, wie sie Dinge tun. Mais Dieu est un Dieu. Aber Gott ist ein Gott. Il ne peut pas changer sa façon de faire. Er kann seine Art des Handelns niemals verändern. Il demeure toujours le même hier, aujourd'hui. Er bleibt immer derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Puisqu'il est Dieu, und weil er Gott ist, il connaît la fin avant le commencement. Kennt er das Ende vor dem Anfang. Donc il contrôle toute chose. Und deshalb kontrolliert er alle Dinge. C'est pour ça nous avons confiance en lui. Und deshalb haben wir Vertrauen in ihn. C'est pour ça nous avons foi en lui. Deshalb haben wir Glauben an ihn. Parce que ce qu'il dit, denn das, was er sagt, il le croit, das glaubt er, et il le confirme, und das bestätigt er. C'est cela qui démontre que, und das zeigt uns, Dieu se respecte lui-même, dass Gott sich selber respektiert, qu'il veut être respecté, und er möchte respektiert werden, et qu'il veut aussi être honoré, und er möchte auch geehrt werden. Il veille sur sa parole. Er wacht über sein Wort. Parce qu'il veut qu'il soit glorifié. Denn er möchte, dass er verherrlicht wird. C'est pour ça la parole qu'il annonce. Und deshalb das Wort, das er verkündigt chaque hat. Chose qu'il a déclaré, jede Sache, die er vorher gesagt hat. Il est responsable de sa parole. Er ist verantwortlich für sein Wort. Moi, je ne suis pas responsable de la parole de Dieu. Ich bin nicht verantwortlich für das Wort Gottes. Parce que ce n'est pas ma parole. Denn es sind nicht meine Worte. Dieu est responsable de ça. Aber Gott ist verantwortlich für sein Wort. Parce que c'est la parole de Dieu. Denn es ist das Wort Gottes. La seule responsabilité que moi j'ai, die einzige Verantwortung, die ich selber habe, genau wie die anderen Prediger und mein Bruder, c'est simplement de prêcher la parole. Es ist einfach, das Wort Gottes zu predigen. Pas ma parole, nicht meine Worte, mais la parole de Dieu, sondern das Wort Gottes. Parce que Dieu, denn Gott ne veillera jamais sur ce que moi je dirai. Er wird niemals über das wachen, was ich selber sagen könnte, sondern er wird immer über das wachen, was er bereits gesagt hat. Und deshalb als Diener Gottes, wir haben die Verpflichtung und wir haben die Aufgabe, alleine in dem Worte Gottes zu verbleiben. Nicht in dem, was ich denken kann, aber in dem, was Gott selber gesagt hat. Und ich möchte deshalb mit euch lesen, heute in Matthäus Kapitel 2. Matthäus Kapitel 2. Wir lesen ab Vers 1.
Wir lesen von Vers 1. Und zwar Matthäus Kapitel 2, Vers 1 sagt: Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici donc des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Jerusalem, zu der Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen die Weisen vom Morgenlande gegen Jerusalem und sprachen: Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Und da das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait être. Und ließ versammeln alle hohen Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschte von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Und sie sagten ihm zu Bethlehem im jüdischen Lande, denn also steht geschrieben durch die Propheten. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les familles de Juda, car de toi sortira le chef de Bethléem. Und zu du Bethlehem im jüdischen Lande bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir soll kommen der Herzog, der über mein Volk Israel ein Herr sein. Amen. Amen. Wir werden beten. Geliebter Erlöser, dein Wort ist wahrhaftig dein Wort. Ich möchte dir danken heute Abend für die Gnade, die du uns schenkst, dass wir hier sein dürfen mit deinem Volk und deinem Diener. Oh Herr, ich bitte deine Gnade, dass du kommst und dass du zu uns sprichst, denn wir brauchen dich. Und zwar dich allein. Unsere Herzen brauchen dich. Da, wo ich gefehlt habe, bitte ich dich um Vergebung. Ich habe Not, dass du mir hilfst und dass du mich erhältst. Gib mir die Gnade. Dein Volk und ich, wir brauchen dich. Sprich ich so zu uns. Segne deinen Diener, der übersetzt und dass du ihn erhältst. Und dass du ihn seist und ihn stärkst. Ich bitte dich darum, im Namen Jesu Christi. Amen. Ihr dürft euch setzen. Nun, wir haben eine Schriftstelle gelesen, die jeder gut kennt. Und es ist wirklich wunderbar zu sehen, wie Gott handelt. Und zu sehen, dass der Herr, unser Gott, er wacht tatsächlich über das, was sein Mund geredet hat. Und dass wir eines noch sehen, und dass Gott wird niemals fehlen, ein Volk, das ihm liebt und das ihm liebt. Peu importe ce que l'homme peut faire. Egal, was Menschen tun mögen. Peu importe ce qu'une nation peut aussi prendre comme décision. Und egal, was Nationen für Entscheidungen treffen. Dieu aura toujours un peuple qui demeurera dans ce que Dieu a déclaré. Gott hat immer ein Volk, das in dem verbleibt, was Gott verklärt hat. Pour quelle raison? Und warum? Parce que comme Dieu lui-même a dit. Denn so wie Gott selber gesagt hat, nun, wenn ihr schaut den Regen, der fällt, und dass dieser Regen nicht zum Himmel zurückkehren kann, bevor er seine Arbeit nicht erledigt hat, die Erde zu benetzen. Ich glaube, ich habe es hier schon gesagt. Niemals, seitdem Himmel und Erde bestehen, on n'a jamais vu la goutte de pluie arriver ici.
Haben wir noch nie beobachtet, dass ein Regentropfen nur bis hier fällt und dann wieder zurückgeht, ohne die Erde zu berühren? Wenn der Regentropfen vom Himmel fällt, muss der Regentropfen absolut auf die Erde herabfallen. Und Gott hat gesagt, und so ist es mit meinem Wort. Mein Wort kehrt nicht zu mir zurück, ohne ausgeführt zu haben. Die Absicht war, wozu dieses Wort gesandt worden war. Und deshalb konnte der Apostel Petrus sagen, und er sagt, wir nehmen als sicher an, oder wir haben als sicheren Grund das prophetische Wort. Und dass wir dort darauf Acht haben, auf dieses prophetische Wort. Alle die, die den Herrn gekannt haben, und denen sich Gott bekannt gemacht hat, sie haben immer die Wichtigkeit des Wortes Gottes erkannt. Ils ont réalisé qu'effectivement que Dieu tient à sa parole. Und sie haben erkannt, dass Gott an seinem Wort festhält. Et s'il déclare une chose, und wenn er einmal etwas erklärt, ils vont être sûrs et certains que la chose doit arriver. Dann können wir absolut sicher sein, dass diese Sache auch eintreffen wird. Und deshalb kann Gott niemals fehlen, ein wahres Volk von Anbetern. Parce que lorsque Dieu envoie la parole, denn wenn Gott sein Wort sendet, la parole qui fait sort de la bouche de Dieu, und das Wort, das aus dem Munde Gottes hervorkam, à la vision de Dieu, es ist die Vision Gottes, à la pensée de Dieu, es sind die Gedanken Gottes, à la volonté de Dieu, und es sind der Wille Gottes. Donc elle sait qu'elle doit accomplir ce que Dieu a. Und deshalb wissen wir, oder er weiß, dass es das ausführt, wozu es gesandt hat. Et donc, si Dieu l'envoie, und so, wenn Gott es gesandt hat, doit y avoir un peuple pour croire cette parole. Muss er ein Volk haben, das diesem Wort Glauben schenkt. Peu importe ce que le monde peut dire. Egal, was diese Welt tut. Peu importe ce que le monde peut prendre comme décision. Und egal, welche Entscheidungen diese Welt trifft. C'est comme aujourd'hui, dans ce temps où nous sommes. Und es ist so, in der Zeit, in der wir heute sind. Nos gouvernements ont pris des décisions. Unsere Regierungen treffen Entscheidungen, que l'homme avec l'homme peut se marier, donc l'homosexualité. Dass der Mann einen Mann heiraten kann, also Homosexualität. Et que une femme avec une femme peut vivre ensemble. Und dass eine Frau mit einer Frau zusammenleben kann. C'est-à-dire le lesbianisme, en fait. Also lesbisch zu sein. Mais la parole de Dieu dit. Aber das Wort Gottes sagt. Que c'est une chose qui est une abomination aux yeux du Seigneur. Dass dies ein Gräuel ist in den Augen Gottes. Même si le monde a évolué. Selbst wenn die Welt sich weiterentwickelt, selbst wenn man die Menschen dazu drängt, so zu leben, wird es immer ein Volk unter den Völkern geben, die sich zur Seite stellen, die prendra Position pour la parole de Dieu, die ihre Position für das Wort Gottes einnehmen. Parce que Dieu ne peut pas échouer. Denn Gott kann nicht versagen oder beiseite treten. Et voilà qu'il avait annoncé depuis les temps anciens. Und er hat dieses von alters her verkündigt. Une parole telle que une étoile sortie de Jacob. Und er hat gesprochen von une étoile, star. Also er sagt, ein Stern wird aufgehen in Jakob. Parce que dans le chapitre 2, dort im Kapitel 2 in Matthäus, le livre de Matthieu, chapitre 2, in Matthäus Kapitel 2, dort dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Haben sie gefragt, wo ist nun der König der Juden, der geboren werden sollte? Car nous avons vu son étoile. Denn wir haben seinen Stern im Osten gesehen. Et nous sommes venus pour l'adorer. Und wir sind gekommen, ihn anzubeten. Nun, diese Männer waren im Orient. Es war bereits ein Wort in den Heiligen Schriften ausgesprochen worden. Jakob l'avait prononcé dans sa prière lorsqu'il priait pour Judas.
Jakob hat es ausgesprochen, als er betete für Juda. Und als dort Bileam kam, um das Volk Israel zu verfluchen. Und als Balak ihm gesagt hat, komm, verfluche diese. Und er stand auf, um das Volk zu verfluchen. Mais Dieu a changé la malédiction de la bouche de Balaam en bénédiction. Aber Gott hat den Fluch im Munde Bileams in einen Segen verwandelt. Parce que le peuple que Balaam voulait maudire, c'était le peuple que Dieu conduisait. Denn das Volk, was Bileam verfluchen wollte, war dieses Volk, das Gott führte. Et quand Balaam a regardé, und als Bileam schaute, parce que au fin fond du cœur de Balaam, dort in, unten im Herzen Bileams, il avait vraiment le désir de maudire Israël pour avoir les cadeaux et les présents que Balaam lui donnait. War tatsächlich das Verlangen, Israel zu verfluchen, um die Geschenke des Königs zu bekommen. Et Balaam, il s'est mis debout pour pouvoir commencer à maudire. Aber als er sich hinstellte und anfangen wollte zu fluchen, aber dann fing er an zu weissagen. Und er sagt, ein Stern ist aufgegangen in Jakob. Und er wird herrschen und regieren und er wird König sein. Und so können wir hier heute sehen, dort im Orient, dort war ein Volk, unter diesem Volk, da war auch eine Gruppe von Menschen. Gott hatte vorher gesagt, dass er etwas tun wird. Et vous savez, c'était tellement petit l'écriture qui disait une étoile est sortie de Jacob. Und wisst ihr, diese Schriftstelle, wo es steht, vom Stern in Jakob, ist so klein. Et bien, beaucoup de gens ne veulent pas prêter attention à ça. Nun, dass viele dieser vielleicht keine Aufmerksamkeit geschenkt haben. Et comme Dieu l'avait annoncé, aber da Gott es gesagt hat, lorsque la parole devait s'accomplir, und das Wort sich erfüllen muss, il devait y avoir des gens qui devaient croire à cette parole-là. Muss es Menschen geben, die diesen Worten Glauben schenken. Parce que Dieu ne parle pas pour. Denn Gott kann nicht leere Worte machen. Wenn er etwas sagt, er weiß genau, was er sagt. Und diese Männer, die im Orient waren, sie hatten auch eine Kenntnis der Schrift zu der Zeit. Und zur Zeit der Erfüllung dieser Schriftstelle, quand l'étoile s'est manifestée, effectivement, als dieser Stern sich kundtat, ce peuple s'est levé, ces gens se sont levés. Haben sich diese Männer, sind diese Männer aufgestanden? Mais pourquoi se sont-ils levés? Und warum sind sie aufgestanden? C'est parce que quelque chose s'est passé avec eux. Denn etwas ist mit ihnen geschehen. Ils vivaient dans un monde avec tous les autres personnes. Nun, sie lebten in einer Welt mit allen anderen Menschen. Et comme vous le savez, und wie ihr wisst, dans les temps qui sont anciens, dort in dieser früheren Zeit, pour le peuple, all die Völker, sie haben alle den Himmel untersucht, comme le marin, so wie die Weisen haben immer den Himmel geschaut. Oder auch die Schiffer haben sich am Himmel orientiert. Okay, die Fischer auf den Schiffen auf dem Himmel, im Meer haben sich am Himmel orientiert zur Navigation und immer zu den Sternen geschaut, um zu wissen, wie sie navigieren sollen. Also zu der Zeit hat die ganze Welt immer in den Himmel geschaut. Und alle Menschen haben sich die Sterne angeschaut. Aber als sie die Augen auf den Himmel richteten, und sie sahen alle Sterne wie alle anderen Menschen auch. Aber etwas ist geschehen. Nun, diese Männer, die wir die Weisen nennen, sie haben den Himmel betrachtet wie alle anderen auch. Und sie sahen die Sterne wie alle anderen auch. Aber was geschah mit diesen? Als sie in den Himmel schauten, wurden ihre Augen auf etwas gerichtet, was die anderen nicht gesehen haben. Warum haben sie diesen Stern gesehen? Und die anderen konnten den Stern nicht sehen. Auch wenn sie schauten. Nun, das ist doch alles das Gleiche hinter denen. Aber sie, als sie diesen Stern sahen, haben sie gesehen, dieser Stern war besonders. Et sa façon de pouvoir étinceler était particulière.
und dass seine Art zu reisen besonders war. Alors, qu'est-ce qui les poussait? Was hat sie gedrängt? À pouvoir tout le temps regarder le ciel. Sie haben immer auf den Himmel geschaut. Les autres regardaient les étoiles du ciel pour voir comment marcher, aller avec leur bateau. Nun, die einen haben auf den Himmel geschaut, um zu sehen, wie sie ihr Schiff konnten. Aber sie, als sie Halleluja! Halleluja! Als sie den Himmel anschauten, sie warteten auf eine Verheißung Gottes. Sie haben den Himmel nicht angeschaut wie die anderen. Sie schauten auf den Himmel, weil dort eine Verheißung in der Schrift war. Und der Gott, der niemals versagt, er wusste, dass er die Verheißung hat, dass dort ein Stern in Jakob aufgeht und dass er ein Volk haben wird. Und dieses Volk, von dem die Prophetie handelte, nun, in diesem Volk, es arbeitet im Inneren, ihrem Herzen. Sie konnte nicht ruhig bleiben, denn das Wort war verkündigt worden. Es betraf sie genauso. Auch wenn sie waren in der Welt wie jeder andere, aber ihre Art zu schauen war nicht die wie von allen anderen. Und deshalb, als sie den Himmel untersuchten, haben sie diesen Stern gesehen. Ich möchte, Bruder, Schwester, dass ihr aufmerksam seid. Sie waren Männer wie alle anderen Männer auch. Sie lebten nicht in Israel. Sie waren ferne von Israel im Orient. Und dort in ihrem Land. Es waren Männer wie du und ich. Und es waren Menschen so, wie sie damals lebten. Aber schaut, was dort geschehen ist. Nun, der Fakt, dass sie einfach nur einen Stern sahen, der anders leuchtete als die anderen Sterne, da haben sich diese Männer entschieden, dass sie ihre Koffer packen, dort in ihrem Land, wo sie waren, und sie haben sich auf den Weg gemacht, und zwar nur wegen einem Stern, den sie im Himmel gesehen haben. Ihre Nachbarn haben bestimmt gesagt, die sind doch verrückt. Ein Stern wie jeder andere Stern. Halleluja! Halleluja. Aber dieser Stern dort, er war nicht wie die anderen Sterne. C'était l'étoile qui témoignait que Dieu était en action. Es war der Stern, der Zeugnis ablegte, dass Gott am Handeln war. Pour les autres, ça ne disait absolument rien. Nun, für die anderen bedeutete dieser Stern absolut nichts. Mais pour eux, ça disait quelque chose. Aber ihnen bedeutete dieser Stern je etwas. Que vous compreniez quelque chose. Ich möchte, dass ihr etwas versteht, Brüder, Schwestern. Wenn wir Glauben haben an Gott, il faut faire une grande différence. Dann muss das einen großen Unterschied machen zwischen dem Fanatismus und dem wahren Glauben in den Dingen, die Gott betreffen. Parce que c'est tellement si proche. Denn es ist wirklich so nah beieinander. Une foi fanatique. Nun, nun, es gibt einen fanatischen Glauben und man glaubt, man hätte wirklich den Glauben Gottes, aber der Glaube, der von Gott kommt, er wird niemals Fanatismus hervorbringen. Der Glaube, der von Gott kommt, er wird sicherlich hervorbringen das Wort Gottes in euch.
vient de Dieu. Denn dieser Glaube, der von Gott kommt, er wurde euch gegeben, damit ihr das glauben könnt, was Gott gesagt hat. Und das, was ihr versteht, dass der wahre Glaube, er ist nicht Fanatismus, aber der wahre Glaube, er ist Offenbarung. Der Glaube ist eine Offenbarung. Denn als sie diesen Stern sahen, nun, es waren Männer wie du und ich, aber sie haben sich genommen, haben die Kraft gemacht, weil wegen einem Stern, und sie haben sich auf den Weg gemacht. Und sie waren überzeugt. Denn sie haben gesehen hier, wo ist der König, der neugeborene König der Juden? Sie waren sich absolut sicher, dass durch die Tatsache, dass dieser Stern erschien, sie wussten, der Messias ist schon verlaufen. Woher konnten sie diese Sicherheit haben? Denn dort irgendwo, der Fakt, dass sie den Stern sahen, ihr Glaube war kein Fanatismus. Sie haben die Offenbarung empfangen, dass dieses die Wahrheit ist. Mein Bruder, meine Schwester, so müssen wir handeln mit den Dingen Gottes in der Zeit, in der wir heute leben. Ihr müsst immer absolut sicher sein, dass Gott derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. Er kann seine Art des Handelns nicht verändern. Das, was er immer tat, die Methode, die er immer benutzt hat, seit dem Anfang, er hat dieses niemals verändert. Er hat gesagt, ich bin derselbe vom Anfang und zwar auch bis zum Ende. Denn er ist Alpha und Omega. Und seine Art, Dinge zu tun, kann sich niemals verändern. Das, was er im ersten Zeitalter tat, das tut er auch im zweiten Zeitalter. Und das, was er im zweiten tut, tut er auch im dritten. Dans le quatrième, dans ses jusques zum letzten Zeitalter. Il n'y a rien que Dieu va changer. Il va toujours faire exactement. Gott wird sich niemals verändern. Er wird immer das tun, was er vom Anfang an getan hat. Le problème, c'est nous qui sommes appelés de croire. Das Problem sind wir, die wir als Gläubige berufen sind. Hier hat er uns gesagt, als wir seinen Stern, wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, um anzubeten. Sie haben eine noble Erklärung abgegeben. Sie sagten, wo ist der neugeborene König der Juden? Und sie sagten, denn wir haben seinen Stern gesehen. Und deshalb sind wir absolut sicher. Diese Männer waren absolut sicher. Sie waren sicher darin, dass dieser Messias wirklich geboren ist. Dass der König der Juden wirklich geboren war. Und das war sehr bewegend. Nun, sie waren nicht in Israel. Sie waren irgendwo im Osten. Sie sind monatelang gereist. Et puis ils sont arrivés dans la ville, effectivement,
dans la ville de Jérusalem où on adore le véritable Dieu. Und dann kamen sie in der Stadt Jerusalem an, wo man doch den wahren Gott anbetete. C'est dans cette ville. Und in dieser Stadt. Ils posent bien la question. Und dort stellen sie die Frage. Parce qu'ils étaient sûrs et certains qu'ils allaient trouver les gens en train de danser, de louer Dieu. Denn sie waren sich sicher, sie würden dort Menschen vorfinden, die Gott loben und preisen und tanzen. Warum? Parce que c'était les gens effectivement auxquels les prédicateurs, les prophètes, les synagogues tout parlaient de Dieu. Denn sie hatten doch dort den Prediger, die Priester, die Synagoge, alle sprachen doch dort von Gott. C'était une nation païenne. Nun, das war doch kein heidnisches Land. C'était le peuple de Dieu. Das war doch Gottes Volk, das lebendig war. Qui recevait la parole de Dieu vivant. Und sie haben doch das lebendige Wort Gottes empfangen. Parce qu'ils lisaient les Écritures, s'il vous plaît. Denn sie lasen doch die Schriften jeden Tag. Les Écritures, tout ça, la Bible, effectivement, des Prédicateurs, ils lisaient. Und die lasen doch die gesamte Schrift. Et ils en faisaient des commentaires. Und sie haben Kommentare darüber verfasst. Et tout Israël. Und das ganze Israel. Attendait effectivement ce Messie qui devait venir. Wartete doch auf den Messias, der kommen sollte. Parce que vous devez savoir que si Israël existe, nun, wir wissen, wenn Israel existiert, si cette terre existe, wenn diese Erde existiert, parce que le Messie devait venir là. Sie musste existieren, weil der Messias dort erscheinen sollte. Parce que si le Messie devait pas venir, denn wenn der Messias nicht kommen würde, ce serait pas important d'avoir Israël, dann brauchen wir auch Israel, nicht wichtig, Israel. Parce que la terre d'Israël, denn der Boden Israel était là parce que le Messie devait venir. Er war da, weil der Messias dort erscheinen musste. C'est pourquoi Jacob pouvait dire ceci. Und deshalb kommt Jakob sagt, Josef sagt, er sagte zu seinem Sohn, Gott wird euch hier in Ägypten wiederum heimsuchen. Und wenn ihr von hier geht, dann vergisst nicht meine Kochen. Nehmt meine Gemeinde mit. Er sagt, hört, was der Botschafter sagt. Nein. Parce que Dieu ne vous connecte pas avec le messager. Gott hat euch nicht mit dem Botschafter verheiratet. Dieu ne vous connecte pas avec le messager. Und Gott wird euch nicht mit dem Botschafter verbinden. Dieu vous connecte avec son esprit. Gott verbindet euch mit seinem Geist. Or l'esprit c'est Dieu lui-même. Denn der Geist ist Gott selber. Donc toi mon frère. Und deshalb du, toi, ma soeur, du meine Schwester. Le message vient vers toi. Die Botschaft ist zu dir gekommen. Der ramener vers Dieu lui-même. Um dich zu Gott selber zu bringen. Donc c'est lui qui a des oreilles. Denn so, der Ohren hat, entendre ce que l'esprit dit aux églises. Er höre zu, was der Geist den Gemeinden sagt. Entendre ce que Dieu dit à son peuple. Und in dieser Zeit sagt Gott zu seinem Volk, donc c'est là, oder das, was Gott sagt zu seinem Volk in dieser Zeit, und das ist die Absicht, die Gott hat mit seinem Volk. Und sie kommen an diesem Ort. Und wie ich eben sagte, wenn das Israel heute existiert und dass das verheißene Land heute existiert, es ist deshalb da, weil der Messias erscheinen muss. Und das könnt ihr verstehen, Brüder, Schwestern. Wenn ihr die Bibel nehmt, vom 1. Mose an, zeigt euch Gott seinen eigentlichen Plan. Er zeigt euch seinen Plan und sein Programm. Und ich habe immer sagen dürfen, dieses ist das Wort Gottes. Aber wenn ihr Jesus aus diesem Buch herausnimmt, wenn Jesus nicht da ist, wenn Jesus nicht da drin ist, wird dieses nutzlos. Denn wenn Jesus nicht da ist, dann hat dieses keine Wert. Halleluja! Denn der Wert des Wortes Gottes ist Jesus der Christus. Halleluja! Pourquoi, mon frère? Parce que la Bible dit, denn die Bibel sagt, au commencement était la parole. Am Anfang war das Wort. La parole était Dieu. Das Wort war bei Gott. Et la parole était Dieu. Und das Wort war Gott. Et tout ce monde était fait par elle. Und alles sind dadurch gemacht. Et
qu'est-ce qu'il nous dit? Und was sagt er uns? Amen. 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 In the world. Also in dieser Welt. Amen. Était la vie. Amen. In ihm war das Wort. Parce qu'une parole sans vie, elle ne sert à rien. Denn wenn das Wort nicht Leben ist, dann nutzt es nichts. Jésus Christ est le germe de vie. Jesus Christus ist dieser Keim des Lebens. Il est celui qui donne la vie à la parole de Dieu. Er ist, der das Leben gibt dem Wort. Pourquoi Dieu depuis la Genèse? Und deshalb Gott von 1. Mose. Il a parlé que de Jésus. Er hat immer von Alléluia. Jésus. Alléluia. Mein Bruder, meine Schwester. Tous les prophètes et les saints qui sont venus. All die Propheten und Heiligen, die gekommen sind. Que ça soit Moïse. Auch Mose. Que ça soit même Jacob. Und auch Jakob. Tous les prophètes et les saints. All die Propheten und Heiligen. Quand Dieu a parlé à Abraham. Die Gott zu Abraham sprach. Il lui a dit à Isaac. Er sagt in Isaac. Le véritable Isaac, c'est Jésus. Isaac war Jesus. Dans toutes les saintes écritures. In den ganzen heiligen Schriften. Jusqu'à l'Apocalypse, monsieur. Bis zum Buch der Offenbarung. Il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Er sagte, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt. Donc Jésus est la parole de Dieu. Jesus ist das Wort Gottes. Alléluia. Voilà pourquoi, mon frère. Und deshalb, mein Bruder, meine Schwester. Si Israël existe. Dass Israel heute existiert, c'est parce que lui devait venir là. Es ist, weil er dort erscheinen muss. Er ist der Erlöser. Israel a besoin de son Redempteur. Und Israel hat seinen Erlöser nötig. Und dort in dem Land der Verheißung, und dort kann Gott erfüllen, was er vorausgesagt hat. Und deshalb diese Erde. Dort im Garten Eden, Gott hat konnte sagen, nun Satan, als er Eva verführte, nun, wir haben gesehen, dass der Fall hineinkam, und der Mensch war in dem Fall in der Verdammnis, und Satan sagte, jetzt habe ich gesiegt, jetzt ist es erledigt, ich werde die Erde beherrschen. Aber Gott kommt und sagt zu ihm, ich werde Feindschaft setzen zwischen deinen Nachkommen und zwischen den Nachkommen des Weibes, der Frau. Dort ist in 1. Mose nicht wahr. Und diese Frau sollte woher kommen? Aus Ägypten? Nein, meine Herren. Es musste, dass Israel existiert. Denn sie musste aus Israel kommen. Wenn Gott so spricht, nun, Abraham war noch nicht da. Aber Gott hat das Land Israel schon gesehen. Denn der Same des Weibes, er konnte nur durch Maria kommen. Gott hatte schon Maria gesehen, ohne dass Maria überhaupt schon existiert. Und deshalb der Boden Israel, wenn er existiert, es ist, weil der Messias kommen muss. Seh, mein Bruder, meine Schwester. Gott macht nichts aus Zufall. Dem Gott, dem wir dienen, wie er sagte zu der Frau am Brunnen, er sagt, ihr betet an von dem, was ihr nicht wisst. Wir sind aufgerufen, wahrhaftig Gott zu kennen. Nun, wir kennen zu viel von Predigern und zu wenig von Gott selber. Aber das, was Gott von uns erwartet, dass wir ihn viel besser kennen als die Prediger. Denn wir sollten so sein, das Volk Gottes, wenn wir das Volk Gottes sind, und wenn wir auch darüber sind, Söhne, Töchter Gottes, wir sollten unseren Vater kennen. Denn wir müssen eines verstehen. Er und ich, wir sind nur Diener. Ich hoffe, dass ihr die Ohren dafür öffnet. Ich gebe euch ein Beispiel. Er hat ein Haus. Ein Beispiel.
als Beispiel. Vielleicht hat er ein Schloss. Ich gebe ein Beispiel. Und in seinem Schloss, dort hat er Sklaven und Diener. Und seine Pferde sind dort im Zimmer. Einer kümmert sich um die Kühe, der andere um die Schafe. Und da sind auch Diener, die das Essen vorbereiten oder im Haus vorbereiten. La personne qui est vraiment importante dans cette maison, aber die Person, die wirklich wichtig ist in dem Haus, c'est lui, chef. Das ist er als Chef des Ganzen. Alors, lui, maintenant, il a des fils et des filles. Und er hat Söhne und Töchter. Die sont donc dans cette maison. Und sie leben auch in diesem Haus. Tous les serviteurs qui sont là, c'est ça, qui sont là. Aber all die Diener, die dort sind, qui sont censés pouvoir servir lui. Sie kümmern sich darum, ihm zu dienen. Aber die, die ihm dienen, dienen auch seinen Kindern. Aber jetzt als Söhne und Töchter, dort in dem Haus, dort wo Diener gegeben sind, die den Kindern dienen, sollten die Kinder mehr die Diener kennen oder den Herrn selber, den Vater selber. Oder sollten die Kinder dem Diener dienen oder dem Vater dienen? Und deshalb, Brüder, Schwestern, Dieu ne nous a jamais demandé de devenir des fanatiques d'un prophète ou d'un apôtre ou d'un pasteur ou d'un prêtre. Gott hat uns niemals dazu berufen, Fanatiker eines Propheten, paar Apostels oder Predigers zu sein. Seid bitte nicht beleidigt. Aber das ist doch verständlich. Als Diener Gottes, ich komme zurück zu dem Beispiel meinem Bruder. Wir können nicht die Diener anbeten, die in dem Haus des Vaters dienen. Und wir können doch nicht die Diener höher halten als den Vater selber. Wir können doch nicht mehr über die Diener sprechen als über den Herrn oder den Vater selber. Und wenn ich auch so bin, dann ist das doch mein Vater. Die Diener sind doch nur da, weil mein Vater da ist. Die Menschen müssen mein Vater gehandelt. Wenn sie es nicht mehr geben, dann mein Vater ist ein Papa. Halleluja, Amen. Selbst wenn die Diener gut sind, mein Vater ist doch viel wichtiger. Amen. Mein Bruder, meine Schwester, das ist das, was Gott von uns erwartet. Das ist, was Gott in seinen Kindern erreichen möchte. Dass du erstmal erkennst und ihm Respekt erweist für das, was er für dich ist. Denn wenn der Papa nicht da ist, dann hätte ich die Diener auch nicht gekannt. Aber weil der Papa da war, deshalb sind die Diener da. Und alles, was sie tun, es ist immer nur, weil der Vater es gegeben hat. Aber alles kommt vom Vater. Und du sagst, Papa, danke, denn du hast einen guten Diener gesagt. Er hat mir gut gedient. Il m'a toujours montré que tu es un bon papa. Und er hat mir gesagt, dass du ein guter Papa bist. Mein Bruder, meine Schwester, das ist, was der Herr, unser Gott, das ist, was er erwartet von einem jeden Einzelnen. Dass wir erkennen, warum Gott uns gerufen hat. Aber wenn wir den kennen, der uns gerufen hat, dann wird unser Wandel mit ihm, er wird dann anders werden. Wisst ihr, wie Gott handelt? Nun, ihr wisst es. Und ihr kennt ihn und er kennt euch. Er hat einen Mann in den Heiligen Schriften, der wirklich Gott geliebt hat. Und den Gott wirklich geliebt hat. Ihr kennt diesen Mann. Und es hat so sehr das Herz Gottes berührt, zu sehen die Reaktion von diesem Mann. Und dieser Mann war Abraham. Denn er war besonders. Abraham lebte mit seiner Frau und seiner Familie in seinem Land und es ging ihm gut. Aber plötzlich hat Gott zu ihm gesagt,
Verlass diesen schönen Ort, wo du bist. Verlass dein Vater, deine Mutter, dein Heimatland. Und gehe du in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und was wunderbar dabei ist. Gott, Abraham hat niemals mit Gott diskutiert. Und er hat nicht gefragt, Herr, was wird aus mir? Wie soll ich essen? Aber hier weiß ich doch zumindest, wie ich mich ernähren muss. Aber dort, wo du mich hinsetzt, wo soll ich schlafen? Wo soll ich essen und was soll ich essen? Wie soll es mir wohl ergehen? Abraham hat nichts dergleichen gefragt. Von Anfang an hatte Abraham immer Vertrauen auf Gott. Auch als er fragte nach einem Sohn, hat Gott ihm das Unmögliche gezeigt. Und Abraham, du willst ein Kind haben, schau doch mal die Sterne an. Das werde deine Nachkommen sein. Unmögliche Dinge. Aber Abraham hatte Vertrauen auf Gott. Und Abraham wandelte mit Gott. Und eines Tages entschied sich Gott, dass er Sodom und Gomorra zerstören will. Und Gott kommt herab, um das zu vollbringen, was er gesagt hat. Und er bleibt einen Moment stehen. Und er schaut. Und er sagt folgendes: Werde ich Abraham verbergen, was ich tun will? Nein, das ist nicht möglich. Denn Abraham hat Vertrauen in mich. Abraham liebt Abraham glaubt, was ich gesagt habe. Ich kann Abraham nicht verbergen, das, was ich tun werde. Mein Bruder, meine Schwester, wenn du Gott liebst und Gott dich liebt, kann Gott dir nicht verbergen, was er tun möchte. Non, monsieur, non, madame. Nein, mein Herr. Ce n'est pas possible. Dies ist nicht möglich. Regardez une chose. Schaut eines. Ici dans les Saintes Écritures. Hier in der Heiligen Schrift. Ils nous ont dit, mais nous avons vu son étoile. Sie sagten, wir haben seinen Stern gesehen. Comment ont-ils vu cette étoile? Wie habt ihr diesen Stern gesehen? C'est Dieu qui a fait en sorte que leurs yeux voient cette étoile. Gott hat dafür gesorgt, dass ihre Augen diesen Stern sehen können. Et quand ils ont vu cette étoile. Und als sie diesen Stern sahen. Puisque c'est Dieu qui l'a fait. Und weil es Gott ist, der es gemacht hat. Au plus profond de leur cœur. Dort in der Tiefe ihres Herzens. Ils ne réagissaient plus comme les êtres humains normaux. Haben sie sich nicht mehr wie die anderen Menschen verhalten. Parce que s'ils étaient restés comme les êtres humains normaux. Denn wenn sie wie die anderen Menschen geblieben wären. Ils n'auraient jamais quitté leur pays. Hätten sie ihr Land niemals verlassen. Parce que pour quitter son pays. Denn um sein Land zu verlassen, wegen einem einzigen Stern, da musst du schon verrückt sein. Ein Verrückter für diese Welt. Wenn Gott zu dir spricht, du wirst ein Narr für die anderen. Denn du wirst niemals mehr so handeln, wie die Welt denkt, dass du handeln solltest. Prenez l'exemple des sœurs. Nun, nimm das Beispiel der Schwestern. Le monde veut que les soeurs soient nues jusqu'ici, donc les jupes, les mini-jupes ici, les jambes dehors. Die Welt möchte, dass die Frauen mit Minikleidern tragen und ihre ganzen Beine zeigen. Und dass sie sich so anziehen, dass man es nichts mehr verborgen wird. Und die ganze Welt ist so. Und die ganzen Frauen sind so. Aber wenn Gott zu dir spricht, Schwester, er sagt, du bist meine Tochter. Dein Körper ist ein heiliger Körper. Ziehe dich an, so wie man sich anziehen muss. Der Rock muss so sein. Und zwar so weit. Aber du gehst zur Arbeit. Gestern hat sich dein Chef gefreut, weil du so kurz Röckchen an hattest, hat dein Chef sich nicht gefreut. Aber du kamst und hast das Wort Gottes gehört. Er hat dein Herz gehört. Und am nächsten Tag kommst du mit einem Kleid, was weit gekommen ist. Und der Chef sagt, hey, Angelina, geht's bei dir noch?
Tu dis, mais qu'est-ce qui va pas, patron? Und du sagst, was geht denn nicht? Il dit, est-ce que ça va bien, j'ai dit. Er sagt, geht's dir gut? Il dit, mais patron, ça va. Il dit, non, je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas. Und der sagt, nun, etwas scheint doch bei dir nicht zu funktionieren. Qu'est-ce qui va pas, patron? Aber was geht denn nicht? Qu'est-ce qui va pas, patron? Was geht denn nicht? Il dit, mais tu n'es plus la même, j'ai dit. Er sagt, du bist nicht mehr die gleiche. Il dit, qu'est-ce que tu as changé, patron? Und weißt du, warum ich mich verändert habe? Je suis toujours la même, Angelina, non? Ich bin nicht selber Angelina, nicht da. Qu'est-ce qui a changé, patron? Was hat sich verändert, Chef? Il dit, mais je vois que, est-ce que ça va bien aujourd'hui? Nun, wenn ich dich so sehe, geht's dir wirklich gut. Je suis toujours la même. Aber ich bin doch noch dieselbe. Le problème, c'est quoi? Und was ist das Problem? Ah, mais je vois que ton style a changé. Nun, ich sehe, dein Stil hat sich verändert. Ah, ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Was ist geschehen? Angelina est sortie du lot, monsieur. Angelina ist aus dem rausgekommen. Il n'est plus dans les traîtres des choses du monde. Sie ist nicht mehr in Dingen der Welt. Pour quelle raison? Warum? Parce que quelque chose est passé dans son cœur. Denn etwas ist in ihrem Herzen geschehen. J'ai toujours eu à dire ceci, frère. Und ich habe immer Folgendes gesagt. Je veux que les sœurs. Ich möchte, dass die Schwestern das verstehen. Schwestern. Si vous portez de l'enjeu. Wenn ihr lange Röcke trägt. Parce que le message l'a dit. Weil die Botschaft dieses sagt. Habt ihr den Willen Gottes nicht getan. Parce qu'il y a des seigneurs, le message, le prophète a dit, il faut des jupes longues, alors nous aussi, jupes longues. Non, weil er sagt, weil der Prophet gesagt hat, lange Kleider zu tragen, deshalb tragen wir es. Nein. Dieu n'a jamais obligé personne. Gott hat niemals einen Menschen zu irgendwas verpflichtet. Avec Dieu, il faut être convaincu. Bei Gott musst du selber überzeugt sein. Il faut croire que c'est la vérité. Du musst selber glauben, dass es die Wahrheit ist. Dieu, tu as raison. Und sagen, Gott, du hast recht. Alléluia. Mein Bruder, meine Schwester, Dieu ne peut pas se tromper. Gott kann sich doch nicht vertun. Si t'a parlé, wenn er zu dir gesprochen hat und du überzeugt wurdest, on verra dans ta façon d'être, dann sehen wir an deiner Art, Schwester, wie du bist. Diese Schwester hat sich wirklich verändert. Et quand tu le fais parce que le message l'a dit, aber wenn du es tust, nur weil die Botschaft es gesagt hat, und du es alles tust, weil die Botschaft es gesagt hat, in deinem Herzen, irgendwo, okay, in deinem Herzen wird eines Tages ein Stolperstein sein. Und an dem Tag, wo das und dann wirst du irgendwann sagen, ich habe all diese Dinge geglaubt, aber heute finde ich es nicht mehr die Wahrheit. Warum? Denn weil du nicht von Gott überzeugt wurdest. Du hast es getan, weil Menschen es gesagt haben. Aber wenn der Gott, der dich überzeugt hat, que l'homme tombe, que l'homme chute, la parole de Dieu demeure éternellement. Die Bibel sagt, der Mensch fällt, aber das Wort Gottes bleibt ewig. Parce que ton problème, c'est ce que Dieu a dit. Denn dein Problem mit dem, was Gott gesagt hat. Voilà, ils ont dit, nous avons vu sur les toits, nous sommes venus pour la gloire. Und sie sagten, wir haben sein Stern gesehen, wir sind gekommen, ihn anzubeten. Ils avaient la sûreté, en fait, sie hatten die Sicherheit, dass sie etwas Echtes gesehen hatten. Même quand les hommes les ont regardés. Nun, und auch wenn die Menschen sie komisch angeschaut haben, denn schau, sie waren nicht viele. Sie kamen aus dem Osten. Und ich weiß nicht, vielleicht sind sie zwei Jahre oder wie lange gereist. Und jetzt kommen sie auf ihren Kamel nach Jerusalem rein. In einer Stadt, wo man Gott angebetet hat. Und schaut etwas. Sie waren Fremde. Als man sie anschaut. Ach, die sind bestimmt gekommen, um was einzukaufen. Aber mit diesen Fremden war etwas Besonderes. Es war ihre Sicherheit. Es war ihre Überzeugung. Sie haben mit Überzeugung gesagt, wo ist der neugeborene König der Juden? Tellement ils étaient convaincus. Sie waren so davon überzeugt. Quand les hommes le regardaient, wenn die Menschen sie anschauen, leur façon de pouvoir parler, ihre Art, wie sie sprachen, afin que toute la ville entière s'y foule. Nun, die ganze Welt, die ganze Stadt gerät in Erzitterung. Dime, qu'est-ce que vous cherchez? Und sagt, was sucht ihr? Dime, nous cherchons le roi des Juifs qui vient de naître. Sie sagten, wir suchen den neugeborenen König der Juden. Oh, in Israel, il y avait un roi. In Israel war ein König. Mais ils se sont même pas occupés de qui est le roi là-bas.
Amen. Aber diese Männer haben sich nicht darum gekümmert, wer der König dort war. Sie sagten, wer dort ist, ein neugeborener König. Und das hat die Stadt erschüttert. Das hat die Menschen überall. Und die Nachrichten sind angefangen zu laufen. Bruder, Schwester. Bruder, Schwester. Das waren doch keine Prediger. Und die sind da nicht gekommen, das Evangelium dort zu predigen. Nein. Sie hatten ihren Prediger. In Jerusalem gab es viele Prediger. Aber sie hatten einen Gott, der predigen konnte, dass Jesus geboren war. Bruder, Schwester. Quand Dieu a un message à pouvoir donner, wenn Gott eine Botschaft zu geben hat, même si les hommes ont fermé la bouche, effectivement, auch wenn die Menschen den Mund zugehalten haben, mein Bruder, meine Schwester, Gott gebraucht, wenn er gebrauchen möchte. Es waren Männer, die sagten, sie glaubten an Gott. Und die das Wort Gottes predigten. Und sie waren fest verbunden mit dem, was Moses gesagt hatte. Schaut euch dieses an. Schaut dieses an. Dort war der hohe Priester. Nun, dieser Mann, der hat ihn für sich gehalten, weil man hat ihn für etwas Höheres gehalten. Und alle Leute wussten, wenn Gott hier was tut, dann nur durch Kaiphas. Aber diese herrlichste aller Verheißungen, dass dieser Messias geboren wird in der Heiligen Schrift und dass er geboren wird. Also der Hohepriester Kaiphas war nicht, wusste nichts. All die Prediger und Schriftgelehrten dort wussten von gar nichts. Und trotzdem haben sie gepredigt und gelehrt und Halleluja gesagt. Der Messias wird kommen, der Herr wird tun. Maintenant, le grand événement s'est passé à Jérusalem. Dans la ville, effectivement. Israël, effectivement. Aber dieses große Ereignis geschah dort in Jerusalem. D'abord, la première des choses, la plus importante. Und das Wichtigste an der Sache, c'était la visitation de l'ange Gabriel. Es war der Besuch des Engels Gabriels. Bruder, Schwester. L'ange Gabriel, un messager de Dieu. Der Engel Gabriel, ein Botschafter Gottes. Der in der Gegenwart Gottes verweilt. Er kommt von Gott gesandt. Er läuft an dem Tempel und an den hohen Priestern vorbei. Und er kommt dort in ein kleines Dorf. Nicht zu einem großen Prediger oder einem Wohlbekannten. Er kommt zu einer Frau. Einem jungen Mädchen. Der Engel Gabriel. Un messager de Dieu. Ein Botschafter Gottes. Und sie dachten, er müsste bei Kaiphas, dem Hohenpriester, vorbeikommen. Nun, denn dort in der Klasse der Leviten war der hohe Priester obendran. Und der Engel hätte ihn doch vorher mal besuchen sollen. Und zu sagen, ich möchte dies und das bekannt geben. Kein Schriftgelehrter, kein anderer Prediger. Sondern er ging direkt in ein Dorf, wo ein junges Mädchen war. Nun, und weil niemand, der dieses Mädchen sah, hat ihr irgendwelche Aufmerksamkeit geschenkt. Aber seht, der Engel Gabriel spricht zu ihr. Und er begrüßt sie mit einer außerordentlichen Begrüßung. Meine Schwester, ihr seid die, ihr heute hier sitzt. Und die Frage, die ihr stellen sollt oder stellen. Und ihr fragt euch, in den Augen Gottes habe ich überhaupt einen Wert? Nun, mein Ehemann schaut mich nicht sehr freundlich an. In meiner Gemeinde schaut man mich auch nicht sehr nett an.
Und da, wo ich bin, schaut man mich auch nicht so lieb an. Und über allem, hier in dieser Botschaft, nun, vielleicht werdet ihr mich hassen, aber es ist euer Recht. In dieser Botschaft sind Prediger. Nun, und wenn sie sagen, was der Prophet gesagt hat, geben sie ihn falsch wieder, denn so hat er es nicht gesagt. Werden die Schwestern teilweise behandelt, als ob sie der Tippfußabtreter im Haus sind. Nur weil der Prophet gesagt hat, die Frauen sollten so oder so sein. Kein Wert in den Gemeinden. Das Einzige, was Schwestern tun dürfen, ist, haltet den Mund, seid untertan und hört zu. Nun, das ist wichtig, dass ihr das versteht. Nun, es gibt Länder, wo die Schwestern noch nicht mal mit den Predigern sprechen dürfen. Aber das war niemals der Wille Gottes. Nun, es mag vielleicht Prediger schockieren, aber es gibt etwas. Ich habe es gelesen in Brüssel. In der Weise, wie man die Frauen präsentiert in dieser Botschaft, bringt man die Schwestern oft in eine niedrige Position. Aber das war niemals der Wille Gottes. Und das war niemals der Gedanke Gottes. Denn wenn wir lesen, nun, wir wissen, dass die Frau nicht in der Originalschöpfung war. Nur deshalb konnten all diese Dinge mit der Frau geschehen. Nun, man wird mich heute vielleicht ein bisschen verachten, aber es ist mir egal. Aber ich möchte, dass wir die Dinge doch gut verstehen. Und den exakten Gedanken Gottes. Wenn wir lesen dort in 1. Mose, dort in Kapitel 2, glaube ich, ist es. Wir können Kapitel 1. Ja. 1. Mose Kapitel 1. Dort im Vers 26. Hört genau zu, was die Bibel sagt. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Folgt ihr mir? Vers 27, es liegt nicht ich, die Bibel. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie einen Mann und eine Frau. Das ist doch die Schöpfung, die von Gott kommt. Und das ist in Genesis Kapitel 1, Vers 27. Und das ist in 1. Mose 1, Kapitel 27, wo wir sehen, Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen. Und er schuf ein Bild Gottes. Und er, es heißt, er schuf sie einen Mann und eine Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und jetzt sehen wir Kapitel 5 von 1. Mose und in Vers 1 lesen wir: Und dies ist das Buch des Menschengeschlechts. Da Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Gottes. Er schuf sie einen Mann und eine Frau und segnete sie und hieß ihren Namen Mensch.
zu der Zeit, da sie geschaffen wurden. Und seht ihr, mein Bruder, meine Schwester, das, was die Heilige Schrift uns sagt, wie Gott die Dinge gemacht hat. Und wenn wir sprechen über Dinge, die den Herrn betreffen in der Schöpfung, wenn wir sehen, wie die Frau kundgetan wurde, sie kommt nicht von etwas, was abstrakt war und nicht die Schöpfung Gottes war. Und deshalb müssen wir respektieren das, was Gott getan hat. Denn wenn heute, wenn wir einen Erlöser haben, nur ist es deshalb, weil es dafür eine Frau gebraucht hat. Nun, ich weiß, ihr seid sehr stille geworden. Denn wir kommen in eine Gegend rein, wo die Menschen nicht gerne rein wollen. Aber mein Bruder, meine Schwester, das ist das Wort Gottes, das ist die Bibel. Denn du, Bruder, du kannst aus deiner Frau... Du kannst mit deiner Frau, die eine Tochter Gottes ist, nicht so verfahren, wie du willst. Du kannst sie nicht wie irgendein Objekt behandeln, nur weil du männlich bist. Denn wenn du das machst, dann beleidigst du Gott, indem du zu Gott sagst, du hast schon einen großen Fehler gemacht, eine Frau geschaffen zu haben. Aber Gott hat keinen Fehler gemacht. Nein, mein Herr. Gott macht keine Fehler. Alles, was Gott tut, er macht es zu einem Ziel. Und wenn Gott einen Fehler gemacht hätte, wen rufst du heute? Nun, bist du nicht genannt die Braut Christi? Denn du bist genannt das Weib des Lammes. Und bist du nicht froh, die Braut Christi zu sein? So hat Gott keinen Fehler gemacht. Gott weiß, was er tut von Anfang bis Ende. Und das Problem ist, dass du falsch beachtest das, was Gott tut. Wenn du nur richtig die Dinge sehen könntest, wie Gott es tut, dann würdest du Gott, deinen Herrn, anbeten. Eine Tochter Gottes ist eine Ehefrau, die wir ehren und respektieren sollten. Und nicht, dass ihr sagt, dass der Bruder Liphese gegen den Propheten ist. Nun, als der Prophet Rikis und Riketas nannte, hatte Gott ihn nicht davon zurückgeholt. Ihr lest die Broschüre, nicht wahr? Nun, meine Töchter sind doch nicht Rikis und Riketas. Sicherlich. Denn eine Tochter Gottes ist eine Tochter Abrahams. Nun, wenn ihr den Propheten liest und zuhört, hört in rechter Weise zu. Damit ihr wirklich versteht. Nun, sie gingen zu, er kam zu Maria. Denn Gott hat Maria geliebt. Eine junge Jungfrau, die dort war. Der Engel ging nicht zu den großen Predigern, um diese tolle Nachricht zu bringen. Aber er ging zu diesem jungen Mädchen. Und der Engel Gabriel sprach zu ihr. Und der Engel Gabriel hat sich sehr um seine Umgebung bemüht. Habt ihr gesehen, wie der Engel Gabriel zu ihr sprach? Als Gabriel zu ihr sprach und Maria zu ihm sagte, wie wird dieses geschehen, denn ich weiß von keinem Mann.
souvent ça le problème que nous avons le prédicateur. Und das ist oft das Problem, dass wir Prediger haben. Quand on est prédicateur, wenn man Prédiger ist, et en certain moment, on se prend tellement du droit beaucoup plus haut par rapport au peuple. Nehmen wir uns oft zu wichtig über dem Volk Gottes. Und wir denken, wir können zu ihnen reden, egal wie, nur weil wir Pastoren sind. Ihr müsst mir zuhören, ihr müsst machen, was ich sage. Jemand, der so ist, der ist nicht gerufen, Gott zu dienen. Ein Diener Gottes, er muss das Volk Gottes lieben. Und er muss das Volk Gottes respektieren. Denn es ist nicht sein Volk, es sind nicht seine Schafe, es sind die Schafe Gottes. Schaut genau mit dem Engel Gabriel und Maria. Und Maria sagte, wie soll es geschehen? Ich weiß von keinem Mann. Wenn es ein Prediger gewesen wäre. Nun, der Prediger hätte gesagt, was mit dir los? Bist du unglaublich? Glaubst du das? Aber Gabriel war so nicht. Gabriel schaute nur. Und er hat ja eines gesagt. Er sagte, der Geist Gottes wird überschätzen. Wisst ihr, warum Gabriel Respekt vor Maria hatte? Gabriel wusste, was Gott über Maria dachte. Wenn ein Prediger weiß, was Gott über sein Volk denkt, dann wird er Respekt vor ihnen haben. Ja, da brauchst du keine Angst, keine Angst zu haben. Denn Gott für das Volk, das ihr seid, er hat sein Leben für euch gegeben. Ihr habt mehr Wert als die Engel. Non, c'est pour ça la vie, mais c'est lui qui vous touche à vous, qui vous touche. Denn dann, wer euch anfasst, er fasst ihn auch an. Ça s'adresse aussi aux prédicateurs. Und das ist genauso mit den Predigern. Quand vous touchez un enfant de Dieu, wenn du als, quand vous le méprisez, wenn du als Prediger, c'est avec Dieu que vous avez affaire. Wenn du als Prediger ein Kind Gottes anfasst oder ein Kind Gottes verletzt, hast du als Prediger Gott verletzt. Und das ist 100% die Wahrheit. Und deshalb, er hat so zu Maria gesprochen. Und ihr wisst, wie Maria das Wort Gottes glauben konnte. Denn Maria durfte nicht zweifeln und konnte nicht zweifeln. Und sie hat das Wort Gottes angenommen. Und die Sache wurde erfüllt. Und wie ihr wisst, wie Gott die Dinge gemacht hat. Diese Männer kamen nach Jerusalem. Und diese Männer sagten, seht, wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Und deshalb dort in Jerusalem kamen sie an. Ihr wisst, Marie war in Galiläa. Und sie ist in Galiläa schwanger geworden. Und wie ihr wisst, sie hat überhaupt keine Absicht, sie irgendwo hinzugehen. Nun, sie ist dort in Galiläa schwanger geworden. Und sie dachte, sie wird in Galiläa das Kind bekommen. Aber Gott, er wacht über sein Wort. In der Heiligen Schrift, es war nicht Galiläa, wo er gebären sollte. Es war in Bethlehem. Selbst wenn du nicht dem Worte glaubst, aber wenn Gott es erklärt hat, wird es sich genau dort erfüllen, wo Gott es gesagt hat. Nun, Maria hatte nicht die Absicht, sie lebt in Galiläa und sie wird das Kind in Galiläa haben. Aber es musste die Schrift erfüllt werden. Dort war es in Bethlehem. Und deshalb wurden die Gesetze des Landes verändert, damit das Wort Gottes wirklich sich erfüllt.
Ja, Maria war hochschwanger. Sie war bereit, in Galiläa das Kind zu bekommen. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass sie dorthin musste. Das Gesetz kam. Es muss, dass jeder in seine Heimatstadt zurückgehen. Und wo mussten sie hin? Nach Bethlehem. Und so sind sie nach Bethlehem gekommen. Also dort, die Magier sind nach Jerusalem gekommen. Und als man es geprüft hat in der Heiligen Schrift, hat man gesagt, in Bethlehem. Nun, Jesus. Ja. Jesus hat Maria nach Bethlehem geführt. Aber schaut eines. Als das Kind geboren hat, das ist wirklich besonders. Da waren große Prediger. Die Engel kamen heran und haben gesungen. Der Engelgesang war zu hören. Und die Frage, die ich stelle, ist diese. Wo sind die Engel hingegangen, um diese wichtigste und teuerste Botschaft anzukündigen? Gehen Sie zu den Predigern. War es bei den hohen Priestern? Nein. Sie kamen zu den Hirten mit ihren Schafen. Und die Engel haben den Hirten verkündigt eine frohe Botschaft. Die schönste und höchste, wichtigste frohe Botschaft. Es war dort auf, zu den Hirten, denen das Wort verkündigt wurde. Geht dorthin, dort werdet ihr ihn finden. Und wem konnte Gott zeigen, dass er geboren war? Es war den Magiern im Osten. Und was haben sie gesagt? Wir haben seinen Stern gesehen. Und wir sind gekommen, ihn anzubeten. Und ich werde hier schließen. Ich habe eine Frage, die ich euch stellen möchte. Was habt ihr gesehen? Das ist die Frage, die ich euch heute stellen möchte. Was habt ihr gesehen? Der Herr Jesus in Lukas Kapitel 21, er sagt eine Sache zu seinen Jüngern. Lukas 21, ich glaube, das ist es. Lukas 21, seht. Lukas 21. Lass uns lesen ab Vers 29. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Sehen an den Feigenbaum und alle Bäume. Habt ihr das schon einmal gelesen? Ich möchte euch etwas zeigen. Matthäus in Kapitel 24, ich glaube, dort ist es. Dort in Kapitel 24, Matthäus, Vers 32, als man dem Herrn die Frage stellte, für die Zeit des Endes, in Vers 32 sagt ihr, an dem Feigenbaum lernet ein Gleichnis. Wenn sein Zweig jetzt saftig wird und Blätter gewinnt, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Und er sagt, nun, er macht hier das Gleichnis vom Feigenbaum. Wenn diese Blätter wieder ausschlagen und den Blättersaft gewinnen, ihr wisst, der Sommer ist nah. Und ich habe eine Frage an euch. Woher wisst ihr, dass der Zweig jetzt saftig wird und Blätter gewinnt? Woher wisst ihr dieses? Dass der Zweig des Feigenbaums saftig wird.
Woher wisst ihr, dass die Blätter wieder wachsen? Nun, ich weiß es deshalb, und dass die Blätter herauskommen. Nun, ich muss etwas sehen. Was muss ich? Ich muss etwas haben. Was muss ich haben? Es ist das, was uns in Lukas Kapitel 21 gesagt wird. Und er sagt ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie jetzt ausschlagen, pass auf, dann seht ihr und wisst es selber, wenn ihr was tut, wenn ihr schaut, dass der Sommer nahe ist. Es ist notwendig, dass ich sehe, dass wirklich die Blätter herausgekommen sind. Es ist nicht genug, dass ich es sage, ich muss es sehen. Und meine Augen, dass die Blätter ausgestanden sind, dann bin ich sicher, dass der Sommer da ist. Und deshalb sagt er, in derselben Weise, also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, geschehen. Il ne s'agit pas seulement de dire que le prophète a annoncé, il a dit, mais de même temps vous. Es geht nicht nur, dass der Prophet es angekündigt, ihr selber müsst es sehen. Ihr selber müsst die Dinge wissen. Das Zweite, es ist zu sehen, die Sache zu sehen, die bekannt gegeben wurde durch die Heilige Schrift. Was seht ihr? Lorsque les mages ont vu les toits, nun, als die Weißen die Sterne gesehen haben, brauchten sie keinen Prediger mehr, um ihnen zu sagen, dass der Messias geboren war. Sie brauchten keinen Propheten, der es ihnen sagte. Als sie selber es gesehen haben, wussten sie, er ist geboren. Und sie sind aufgestanden mit Bestimmung. Bruder, Schwester, sie haben nicht auf die Gefahren gegangen, nicht die Schwierigkeiten des Weges. Sie waren überzeugt. Dies ist von Gott gesagt und es wird geschehen. Sie brauchten nur etwas, dass ihre Augen es sehen konnten. Und dass Gott vollführt hat, was er sagt. Sicher. Und dann werden wir dort ankommen. Aber ihr, was habt ihr, was seht ihr? Es sind Jahre, dass euch gepredigt worden ist. Und man hat euch viele Dinge und Offenbarungen erklärt. Aber bitte, ich werde damit schließen. Was seht ihr? Parce que nous disons que nous sommes le peuple de Dieu. Denn wir sind das Volk Gottes. Wir sagen, dass das Volk Gottes ist. À Jérusalem, en Israël, il y avait beaucoup de prédicateurs. Ne fatiguez pas, vous allez partir chez vous-même. Dort in Jerusalem waren viele Prediger. Bruder, Schwester. Sie waren da? Aber Maria? N'était pas de notre pays, c'était Israël. Sie waren nicht von einem anderen Land, sie waren Israel. Cet événement s'est passé effectivement. Dieses Ereignis mit dem Engel Gabriel fand in Israel statt. Le déplacement qu'il a fait de Galilée à Bethléem, c'était toujours en Israël. Nun, die Reise von Galiläa nach Bethléem war in Jerusalem. Und die anderen waren so weit weg. Die anderen, die so weit weg waren, wussten, etwas ist dort geschehen. Denn sie haben den Stern gesehen. Und sie waren überzeugt. Und deshalb, Brüder, ils ont pris le présent pour partir avec en conséquence de ce qui était né. Sie haben ihre Geschenke mitgenommen aus Konsequenz. Sie haben das Gold, die Myrrhe, den Weihrauch gebracht, die Gottheit. Sie waren so überzeugt. Bruder, Schwester, es sind immer schon Jahre, dass man euch gepredigt hat. Chaque année, mon frère fait des conventions. Jedes Jahr macht mein Bruder Versammlungen. Ja, oder die Konferenzen. Aber die Frage ist diese: Was sieht man? Dieu a dit, Gott hat gesagt, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire.
Kann ich vor Abraham verbergen das, was ich tun werde? Denn Abraham war ein Auserwählter Gottes. Bist du ein Auserwählter Gottes oder nicht? Bist du auserwählt? Denn du sagst, du bist die Braut Christi. Die Auserwählten sind die Braut Christi. Also, was siehst du heute Abend? Was siehst du, mein Bruder? Er sagt zu seinen Jüngern, in Lukas 21, Vers 20, wenn ihr seht, werdet Jerusalem belagert mit einem Herrn, so merket, dass herbeigekommen ist seine Verwüstung. Deshalb, wir müssten die Dinge sehen. Und wenn ich das sehe, dann weiß ich, die Zeit ist gekommen. Aber ihr, was habt ihr gesehen? Nun, ihr sagt, ach Bruder, wir glauben dem Propheten, aber es sind doch 50 Jahre, dass der Prophet gegangen ist. Was seht ihr? Heute, was seht ihr? Denn wenn ihr nichts seht, dann könnt ihr euch nicht vorbereiten. Wenn ihr nichts seht, ja, könnt ihr nicht erkennen, in welcher Zeit wir sind. Um zu wissen, in welcher Zeit wir sind, müssen wir sehen. Und wir müssen sicher sein, dass dies die Sache ist. Denn Gott hat viele Dinge vorausgesagt. Und wir sind zu einer besonderen Zeit. Was seht ihr? Mein Bruder, meine Schwester. All die Versammlungen, die unser Bruder hier arrangiert. Kommt ihr nur zum Essen? Kommt ihr, um im Hotel zu schlafen? Oder soll er sein Geld dafür gebrauchen? Glaubt ihr, er tut das, damit nur Menschen gehen? Denn wenn es von ihm selber wäre, dann hätte er schon längst aufgegeben. Aber da ist etwas, das ihn drängt, in ihn selber. Damit ihr hier versammelt sein könnt. Wenn er es niemals gemacht hätte, dann hättet ihr mich nie gehört. Ihr hättet niemals Bruder Marcel gehört, niemals Bruder Alex. Denn Gott hat gewollt, dass ihr das Wort hört. Und Gott hat es in sein Herz gelegt. Damit ihr das seht, was ihr seht. Ihr denkt, es ist Bruder Bernard, der das macht. Aber hinter dir, Bruder Schwester, ich will kein Mensch mehr. Aber wenn ich es noch heute sage, es ist die Wahrheit. Vielleicht weiß er es selber nicht, aber hinter ihm ist jemand, der ihn drängt. Bruder, Schwester, wenn ihr nicht aufpasst, ihr werdet dort antworten an jedem Tag. Was seht ihr? Es ist, ihr müsst etwas sehen. Warum kommt ihr zur Konferenz? Fürs Hotel Merkur? Für das Essen oder das Brot, das hier ist. Ihr solltet genau nachdenken. Herr, was ist das Anziehende auf dem Berge? Warum ist dort diese Anziehungskraft? Warum macht dieser Mann das? Nun, ich gebe ihm kein Geld. Ihr auch nicht. Nun, ich komme hier nicht wegen Geld hin. Was seht ihr? Sie haben den Stern gesehen. Und sie haben sich daraufhin auf den Weg gemacht. Wir sind im Laodicea-Zeitalter. Was seht ihr? Bruder, Schwester, was seht ihr heute? Das ist wichtig. Wenn ihr nicht seht, dann werdet ihr euch nie verändern. Ihr müsst etwas sehen.
nous avons vu le prophète, mon frère et ma soeur, le prophète est parti. Sagt mir nicht, ich habe den Propheten gesehen, der Prophet ist gegangen. Aber was seht ihr heute? Dans quelle direction vous allez? In welche Richtung wollt ihr gehen? Si vous voyez, denn wenn ihr seht, was euch Gott die Augen öffnet, dann wird er euch führen. Wisst ihr, was mit ihnen geschieht? Ihr habt, die Bibel sagt, der Stern hat sie weitergeführt. Und der Stern hat sie geführt dahin, wo sie hingehen mussten. Sie haben den Stern gesehen. Ihre Augen waren auf den Stern gerichtet. Und der Stern hat sie geführt bis dahin, wo sie hin mussten. Aber was seht ihr? Was siehst du, mein Bruder? Lass uns aufstehen. Ich möchte noch einmal diese Frage stellen. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich rufe sie mit Namen. Ich ziehe sie heraus. Ich gehe vor ihnen her. Und meine Schafe folgen mir nach. Und die Frage ist diese: Siehst du den Jesus, dem du nachfolgst? Denn Bruder, Schwester, du musst etwas sehen, an dem du dich festhalten kannst. Dass du absolut sicher bist, das ist Gott. Die Kinder Israel, sie gingen nicht in Dunkelheit. Sie sahen die Feuersäule und sie sahen sie und sie folgten ihr. In der Nacht war es eine Feuersäule und dann war es tagsüber die Wolke. Sie folgten ihr nach. Heute, wem folgst du nach? Wem folgst du, mein Bruder? Wir werden beten.